Und der dritte Trainer in unserer Runde von auch von einem Waldviertlerverein vom USC Schweigers, Trainer Christoph Pomassel, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ja, ein gutes neues Jahr dir auch. Ja, danke für die Einladung. Möchte alle recht herzlich begrüßen. Ich möchte mich auch den beiden Trainern anschließen. Ich finde es auch wirklich ein tolles Projekt und freue mich schon auf die ersten Live-Übertragungen und ersten Spiele im Frühjahr. Ebenfalls mit 9 Punkten und aufgrund des direkten Duelles, es habt ihr ja gewonnen gegen den SK Eckenburg, ich glaube 2-1, wenn mich nicht alles täuscht, seid ihr deswegen ja, an drittvorletzter Stelle der USC Schweigers. Christoph, nur 12 Tore geschossen in 13 Spielen, wenn man sich die Tordifferenz anschaut. Wie lautet dein Fazit? Und welche Gründe siehst du für diese Saison, dass ihr da hinten mitspielt? Und kann man sagen, aufgrund 12 geschossenen Toren, ihr habt ein Stürmerproblem? Ja, so kann man das ausdrücken, dass wir ein Stürmerproblem haben. Na, grundsätzlich mein Fazit für die Saison. Grundsätzlich haben wir auf ein schwieriges Jahr eingestellt. Wir haben schon gemerkt, wie der Helmut schon gesagt hat, es war im Sommer auch für uns relativ schwierig, da geeignete Spieler zu finden, um die tschechische Problematik aufzugreifen. War immer wieder das Problem, ja, impfen oder impfen nicht. Können sie in Österreich spielen oder nicht? Immer eine schwierige Situation. Und schlussendlich haben wir es halt leider nicht geschafft, das muss man ganz offen und ehrlich gestehen, dass wir zwei Legionäre geholt haben, die nicht dem entsprochen haben, wie uns wir das halt vorstellen. Vor allem muss man dazu sagen, wir sind von den Legionären abhängig, also ehrlich bin ich. Und wir haben, wie gesagt, in letzter Zeit Glück gehabt mit den Legionären, haben zwar stark gehabt, die haben wir leider abgeben müssen, verletzungsbedingt, und haben es dann nicht kompensieren können. Und in Summe gesehen hat es sich dann so ergeben, dass wir auch von den Punkten her nicht mehr zusammengebracht haben. Du hast richtig gesagt, 12 Tore sprechen einfach nicht für das, dass man mehr Punkte hat. So ehrlich muss man auch sein, weil immer 0 zu 0 spielen wird nicht möglich sein. Und so kommt man auch nicht weiter. Und deswegen schlussendlich Fazit: Stürmerproblem, ja, Offensivproblem natürlich. Wir werden auch versuchen, da die richtigen Schrauben zu drehen, anzuziehen und hoffen, das halt dann im Frühjahr dann auch umsetzen zu können. Ja, wird schwierig genug. Und ja, erklärtes Ziel ist natürlich, und ich denke mal, das werden die anderen bestätigen, ein Nichtabstieg, das haben wir ja schon gehört, und wir wollen unbedingt in der Liga bleiben. Auch mit dem, dass ich sage, okay, wir sind ein Verein, der von unten gekommen ist, und zweite Landesliga West, hat man schon gesehen, ist qualitativ sehr hochwertig. Vor allem, weil ist jetzt das dritte Jahr unter Anführungszeichen, weil wir ja die Corona-bedingten Pausen gehabt haben und man gesehen hat, ja, da ist schon Qualität dahinter, und jetzt mit eurem Projekt, glaube ich, nur mehr Wertsteigerung, und ich denke mal, das ist eine tolle Sache. Und aus Trainersicht, aus Vereinssicht muss man unbedingt schauen, dass man die Liga hält. Klingt schon sehr aktiv bei euch. Christoph Schweigers ist ja noch nicht so lange in der zweiten West. Ja, ihr seid erst vor, also glaube ich, 2018 aufgestiegen oder so. Und die letzten beiden Saisonen sind ja abgebrochen worden. Das heißt, ihr habt in der zweiten Landesliga West ja noch gar keine ganze Saison absolvieren können. Das, glaube ich, sind meine Recherchen hoffentlich richtig. Und in der ersten Saison wart ihr beim Abbruch an 5. Stelle, ne? Nach der Herbstsaison. Aber voriges Jahr hat man schon erkennen können, dass es Probleme geben könnte in dieser Liga. Mir kommt vor, gegen die Starken der Liga habt ihr euch leichter getan, unter Anführungszeichen. Ich habe es unentschieden zum Beispiel gegen Wieselburg gehabt. Ihr habt gegen Burgstall, glaube ich, erst in der Nachspielzeit verloren. Ja, gegen Burgstall, glaube ich, in der Nachspielzeit verloren. Dass ihr gegen die Mannschaften, die sozusagen auf Augenhöhe sind, dass euch das schwieriger wird. Ist das so von der Analyse her richtig? Ja, nur mal vorweg, mal einzugehen auf die Prinzip erste Frage. Das erste Jahr war sehr gut. Man muss sagen, wir haben den Kader, den wir aus der Gebietsliga gehabt haben, haben wir mitnehmen können, haben uns punktuell verstärken können.
Und natürlich als Aufsteiger hat man dementsprechende Luft, sage ich mal, unter Anführungszeichen. Die Gegner sind auch nicht so eingestellt und wir haben einen guten Saisonstart hingelegt und deswegen haben wir eigentlich unsere Abstiegssorgen, wenn ich so sagen darf, in erster Saison halt gleich ad acta gelegt. Zweite Saison unter Anführungszeichen war es dann so, dass wir leider auch Corona-bedingt dann wirklich Stammkräfte abgeben haben müssen und die halt leider nicht kompensieren haben können. Ja? Und das war das größte Problem. Und das haben wir jetzt im dritten Jahr auch wieder nicht geschafft, dass ich sage, okay, wir haben diese Abgänge, die wir gehabt haben, nicht adäquat ersetzen können. Man muss auch sagen, mit dem Strasser Lukas, mit dem Kapitän ist uns leider Personal abhanden gekommen, sage ich mal, nach der dritten Runde. Wir haben es eigentlich geschafft, dass man das ein oder andere Spiel noch aktivieren haben können. Also auch gegen Eckenburg, wo wir uns ja, durch einen harten Fight doch dann durchsetzen haben können, was auch sehr wichtig war für uns. Ja, das ist die Problematik, was das betrifft, warum es halt momentan nicht so gut läuft, dass halt einfach wichtige Personalien abgegeben worden sind und das natürlich in unserer Region relativ schwierig. Das, was du eingangs erwähnt hast beim SC Melk, glaube ich, ist das Einzugsgebiet doch ein bisschen anders, das wie bei uns im Waldviertel herum. Und es ist relativ schwierig, vor allem auf Eigengewächse sozusagen oder halt auf Spieler und Umgebung, dass man die ins Boot holen kann. Die Nähe zu Zwettl, die Nähe zu Schrems macht es nicht wirklich leichter für uns. Und somit müssen wir halt das Beste draus machen. Ja. 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 Grundsätzlich. Na bitte, wollte nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ja, grundsätzlich ist es so, dass man halt, wie gesagt, im Frühjahr versuchen, auch was das Personelle betrifft, sind wir in Verhandlungen, keine Frage. Es ist noch nicht wirklich was finalisiert worden. Die Legionäre, wie gesagt, werden wir austauschen müssen, ja, aus meiner Sicht, aus Trainersicht, ja, und hoffen dann dementsprechend uns dann aufzustellen und im Frühjahr dann das Abstiegsgespenst, ja, so lang wie möglich oder so schnell wie möglich hinter uns zu lassen. Ja. Also, bis jetzt sieht hochmotivierte, topmotivierte Trainer da am Werk in der zweiten Landesliga. Beim Christoph wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Er wird sicher auch hochmotiviert und topmotiviert sein. Christoph, wie würdest du dich als Trainer beschreiben? Und ja, wie reflektierst du dich jetzt eigentlich, wenn es nicht so läuft in der Mannschaft? Ja, grundsätzlich bin ich, glaube ich, ein Trainer mit genauen Vorstellungen, die wir versuchen im Training im Detail umzusetzen. Ja, also ich bin, wenn ich sagen kann, sehr akribisch und versuche wirklich im Detail zu arbeiten. Ist nicht einfach im Amateurbereich, keine Frage, aber wie wir heute schon gehört haben, durchaus möglich und glaube ich, in dem Sinn zweite Landesliga West auch so zu uns zu setzen. Ja. Wie gesagt, ich habe meine Spielidee natürlich an die Mannschaft angepasst, wie die Spieler halt ihre Stärken halt haben und versuche halt die Spielidee und die Stärken in Einklang zu bringen und versuche halt das Bestmögliche aus der Mannschaft herauszuholen. Ja. Also so mit der Hilfe von eurer Seite, mit den Spielen, tue ich jetzt persönlich als Waldviertler Verein wesentlich einfacher, Spiele zu beobachten, weil ja doch die Distanz zu den Vereinen wie Wieselburg und doch relativ weit ist und zu beobachten, ist das halt ein bisschen schwierig und von daher erwarte man nur einen größeren, ja, Vorteil, sage ich mal, die Spiele zu analysieren und besser auf den Gegner einzustellen. So ehrlich muss man sein, wir sind keine Mannschaft, die sagt, okay, wir können einem anderen Team da irgendwas aufdrängen, das wird nicht möglich sein. Deswegen muss man schauen, sich trotzdem an der Decke zu strecken und versuchen, da das Beste rauszuholen. Und das möchte ja im Training oder vermittle ich immer meinen Spielern immer das Beste und das Maximum herauszuholen. Und wie gesagt, keine Kompromisse, das haben wir heute auch schon gehört, Kompromisse einzugehen, ist im Amateurbereich eine sehr schwierige Gratwanderung, weil natürlich
die Spieler versuchen auch mit wenigst möglichst Aufwand da das Maximum herauszuholen. Und so muss man, glaube ich, auch, oder ich aus meiner Sicht, versuchen, das Maximum aus der Mannschaft in den wenigen Einheiten, die ich zur Verfügung habe, vor allem auch die tschechischen Spieler, die nur einmal aufs Training kommen, vielleicht ein zweites Mal, ist es halt dann schwierig, dann das umzusetzen. Ja. Und deswegen muss ich umso härter am Training sein, dass ich sage, okay, es gibt keine Kompromisse und ich ziehe meine Linie durch und versuche das auch dann im Training umzusetzen. Ja. Vielleicht kurz zu meiner, ja. Genau, ja. Na, passt, ja. Wie gesagt, wie reflektierst du dich in den, als Trainer? Ja, grundsätzlich, ich habe meinen persönlichen Scout sozusagen, der mir auf die Füße oder Fingern oder was er immer schaut, mein Vater bzw. mein Co-Trainer und der Vorstand, der halt rundherum. Und ich gehe immer auf die Personen zu und versuche da herauszufinden, okay, was gibt es zu verbessern, wo gibt es Probleme, was passt nicht. Und gehe auf die Spieler zu und versuche in persönlichen Gesprächen halt herauszufinden, funktioniert das, kann das passen, kann das nicht passen. Natürlich bin ich schlussendlich dann der Taktgeber und gibt es dann vor, aber versuche anhand dessen, an der Selbstreflexion, das halt einfließen zu lassen und das halt bestmöglich halt für die Mannschaft umzusetzen. Mhm. Danke, Helmut. Christoph, deine Aussicht fürs Frühjahr, bringen wir die Saison durch, wo steht der USC Schweikers am Ende und wann beginnt ihr mit der Vorbereitung? Ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass wir die Saison diesmal durchbringen. Die Frage ist, ob wir wirklich mit dem Training so starten können, wie wir uns das vorstellen. Also Trainingsstart ist bei uns am 28. Jänner. Ich glaube, dass sie das vielleicht nach hinten verschieben wird, aber grundsätzlich werden wir die Saison zu Ende bringen, ist auch meine Meinung. Wo stehen wir? Natürlich über dem Strich, ja, ganz einfach gesagt. Also ich hoffe, dass wir dementsprechend unsere Leistungen jede Partie abrufen können und dass wir da Parole bieten können und nächstes Jahr wieder beisammensitzen können und in der zweiten Landesliga West drüber debattieren können, was los ist und was zur Sache geht und was Neuigkeiten gibt. Und somit, ja, danke ich dir, sage ich mal, fürs Interview. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Und von meiner Seite aus dem Waldviertel schöne Grüße an den Rest der zweiten Landesliga West. Ja.